Hey Leute, willkommen zurück. Wir starten einen neuen Run mit dem Defekten, mit das Defekte. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich mit dem Erfolg haben werde. Ich bin da positiv gestimmt. Gut, was machen wir denn hier? Stadtrelikt will ich jetzt nicht verlieren. 100 Gold, Karte wählen. Wie sieht das denn hier aus? Da hätten wir schon einen Shop. Ich glaube, ich werde sowieso hier mich rechts lang hangeln. Da können wir zwei Elite-Gegner mitnehmen und hier unten sind schon die ersten Gegner. Da kommt dann auch gleich der Shop. Deswegen, ich würde mal sagen, ich nehme das Gold und dann können wir im Shop schauen, was wir uns da kaufen wollen. Andere Option wäre halt gewesen, wir wählen uns eine Karte aus, suchen uns eine Karte aus, aber ich glaube, ja, mit dem Shop hat man ein paar, hat man die besseren Optionen, ich sag's mal so. Gut, du willst mich gleich schon hauen, das finde ich ja schon mal total doof. Verteidigen, Doppelentladung, jo. Dann können wir ihm gleich was mitgeben. Ich muss gerade jetzt am Anfang hier aufpassen, wie ich das am besten angehe. Jetzt habe ich natürlich hier lauter Karten, mit denen ich Block bekomme. Ah, ein Energiepunkt verschenkt. Aber gut, den sollten wir jetzt rausnehmen können. Mit der nächsten Hand. So, wir können auch einen Blitz erschaffen. Machen wir das doch mal. Das müsste sogar reichen. Jawohl. So, Machttrank. Ja, kann gut sein, muss aber nicht gut sein. Und von den Sachen hier, ich glaube, ich nehme auf jeden Fall erstmal Selbstreparatur. Gerade wenn man die Möglichkeit hat, die Karte so früh zu bekommen, sollte man eigentlich immer mitnehmen. Gut, dann werden wir jetzt einmal Selbstreparatur spielen und zweimal verteidigen. Doppelentladung lasse ich jetzt mal links liegen. Hätte funktionieren können. Da hätten wir vielleicht schon Gegner rausnehmen können, aber ist halt ein bisschen glücksabhängig. So, wir hauen dich einmal. Ja, das ist gerade ein bisschen doof. Vielleicht können wir dich ja noch rausnehmen. Jawohl, zumindest das. Trotzdem kassieren wir jetzt nochmal 7 Schadenspunkte. Gut. Doppelentladung. Jawohl. 15 Trefferpunkte haben wir schon verloren. 7 wiederbekommen. Ich glaube, das war eine super Kartenwahl. Nochmal Machttrank. Ist jetzt nicht so mein Fall. Kugelblitz. Das wird schon wieder so Richtung Blitz gehen. Ja, gut. Machen wir das so. Dann, wen haben wir hier? So einen Kultisten. Du willst mich noch nicht angreifen. Okay, dann erschaffen wir mal hier lauter Blitze und hauen dich auch noch mal. Vielleicht kriegen wir ja die Möglichkeit, dass die Blitze mehr Schaden machen. Wir brauchen unbedingt mehr Burstschaden mit den Blitzorbs. Sonst dauern die Kämpfe einfach zu lange. So. Machen wir das einmal so. Doppelentladung bitte und nochmal einen Schlag hinterher. Reicht leider nicht ganz. Ein Trefferpunkt fehlt. Ein Schadenspunkt. Wir können jetzt hier aber nochmal Selbstreparatur spielen. Perfekt. Und hauen ihn und dann ist er Geschichte. Wunderbar. Haben wir wieder hochgeheilt. Die Karte ist schon super. Schleife hätten wir hier. Oh, Schleife ist natürlich schon... Aber Batterieladen ist auch nett. Trotzdem, ich glaube, ich nehme erstmal die Schleife mit. Gehen wir mal zum Shop. 242 Gold haben wir. Speerfeuer, ja, nein, defragmentieren. Ja, wäre ganz nett, um ein bisschen den Schaden mit den Blitzops zu erhöhen, aber ich weiß nicht. Die anderen Sachen, Schilde hoch. Was haben wir denn hier? Ein Handbohrer. Der klingt auch ganz nett. Aber ansonsten... Speerfeuer.
Sperrfeuer ist definitiv eine Karte, die ich mir sogar holen würde. Dann können wir das so ein bisschen mit den Schaden mit den Orbs kombinieren. Das ist dann halt nur normaler Angriffsschaden. Aber ich glaube, ich nehme einmal Sperrfeuer mit und wir werden jetzt hier an der Stelle Schlag entfernen. 142 Gold haben wir noch. Ansonsten, ich könnte einen Regenerationstrank kaufen. Aber ich glaube, den brauchen wir erstmal nicht. Ein Fokus klingt jetzt nicht nach wirklich viel. Deswegen, Was haltet ihr denn von Defragmentieren? Das wären dann halt bei 3 Orbs 3 Schadenspunkte mehr in dem Fall. Bei Blitz-Orbs. Ansonsten, Nee, ich lass das. Wir gehen mal weiter. Gut, dann nehmen wir den Kampf mit. Hier haben wir schon so einen Blob. Ich will aber erst noch mal kurz schauen. Ah, wir treffen nicht auf den Oberblob. Gut, dann spielen wir als erstes dreimal verteidigen. So, bis gleich schon wieder zuhauen. Okay, dann einmal bitte Selbstreparatur. Ja gut, dann müssen wir jetzt hier so ein bisschen die Richtung gehen. Und einmal Kugelblitz spielen, dann noch einen Blitz erschaffen und Doppelentladung und Sperrfeuer. Ich glaube, ich nehme an der Stelle Sperrfeuer. Gibt es eigentlich gute AOE-Karten? Es gibt halt diese Karte, die dann dafür sorgt, dass alle Gegner von den Blitzorbs getroffen werden. Die halte ich auch für relativ stark, aber so andere Sachen, was gibt es denn da noch so? Fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht wirklich was ein. Na, das ist jetzt ganz schöner Kokolores. Verteidigen ist auch total witzlos. Ja komm, ich nehme mal hier so einen Machttrank. Oh, Kapazität. Puffer können wir jetzt nicht spielen. Aber ich glaube, oh, ja doch, es kostet 0. Genau, da war ja was. Gut, dann machen wir das so. Die Karte kam gerade wirklich gelegen. So, und dann einmal einen Blitz erschaffen. Dann wirst du einmal umgehauen. Und ja, dich nehmen wir schon mal raus. Spielen einmal verteidigen. 3 Block. Das hätten wir uns auch schenken können. Zum Glück werden wir nach dem Kampf wieder hochgeheilt. So, Kugelblitz. 10 Gold, ein Stärketrank. Stärke ist auch eher witzlos. Alle für einen. Füge 10 Schaden zu, nehme alle Karten mit Kosten 0 vom Abwurfstapel auf die Hand. Ich glaube, nee, das ist alles Stapel. Ich weiß auch nicht, ob Stapel jetzt so viel taugt. Das muss halt passen vom Timing. Deswegen, ich lasse die mal alle links liegen. Und wir werden dann, was werden wir denn? Ich glaube, ich nehme dann lieber, ich gehe den Weg hier. Genau, gehen wir einfach den Weg. Schmieden. Was wäre denn hier eine nette Option? Schleife. Ja, das wäre schon richtig stark. Ich glaube, das rechnet sich mit der Zeit. Selbstreparatur aufwerten wäre natürlich auch schon sehr nett. Ich glaube, ich nehme erstmal hier Selbstreparatur. Ja, 10 TP nach jedem Kampf zurückgewinnen, das ist schon ordentlich, um es mal so zu sagen. So, ich hau mir jetzt hier einfach mal das Zeug rein. Puffer.
Sturm. Ja, kreative KI. Ich glaube, ich tendiere da lieber zu Puffer. Dann spielen wir mal Schleife. Den Kugelblitz. Den Blitz. Und will ich mir Puffer noch aufheben? Was machen wir? Ich glaube, ich hebe mir die Karte erst noch auf. Der macht jetzt noch nicht so viel Schaden. Der wird erst problematisch, wenn er mehr Stärke bekommt. So, Speerfeuer. Und ich gehe jetzt einfach hier. Ich versuche jetzt Schaden zu verursachen. Ich könnte jetzt verteidigen auch spielen, aber das schenke ich mir. Dadurch bekommt er nur mehr Stärke. Und ich glaube, die beste Strategie bei dem hier ist einfach, möglichst schnell, möglichst viel Schaden zu verursachen. So, einmal Selbstreparatur. Dann nochmal Doppelentladung. Schlag hinterher und erledigen. Das sah doch ganz gut aus. 25 Gold, der Stiefel. Ja, Batterie laden. Ansonsten ausschlachten. Ich nehme einmal Batterie laden. Dann haben wir eine Karte mit etwas mehr Block an der Stelle. Und gut, hier haben wir wieder ein Lagerfeuer. Dann würde ich jetzt sagen, wir schmieden hier nochmal eine Karte. Und zwar jetzt nehmen wir an der Stelle, Moment, das wären 6 Schaden. Ich glaube, ich nehme die Schleife. Kiste, was haben wir hier? 23 Gold, die Kunst des Krieges. Kann auch mal ganz nützlich sein, einen Energiepunkt so mehr zu bekommen. Da hätten wir jetzt ein Event. Ich glaube, ja gut, dann gehen wir zum Lagerfeuer oder nehmen wir normale Gegner noch mit. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier den linken Weg lang. Nehmen wir das Lagerfeuer noch mit, da können wir uns heilen. Bevor wir zum nächsten Elite-Gegner gehen. Und die kaufen wir einfach mal 3 Tränke. Snacko-Öl bekommen wir. Das ist natürlich ganz schön blöd, aber wirst verwirrt. Ziehe 3 Karten. Ah, ich glaube, das will ich nicht. Nee, ich glaube, das will ich nicht. Machen wir das lieber so. Dann hier zum Lagerfeuer. Da ruhen wir uns jetzt mal aus. Dann, ich will noch zu dem Elite-Gegner. Nehmen wir das Event hier mit. Das ist ein Kampf. Okay. Bitte einmal Schleife. Batterie laden. Und greifen wir an oder spielen wir verteidigen? Blocken wir noch. Das wären 18, das wären 22. Das wäre schon ganz schön viel Schaden. Machen wir das mal so. Kriegen wir immer noch 10 reingedrückt. Ist die Frage. Jetzt bräuchten wir so ein bisschen AOE hier. So, Selbstreparatur, wir haben jede Menge Energie. Doppelentladung, den können wir dann zweimal entladen, das wäre auch schon mal ganz nett. Hat sich leider verteilt. Das war jetzt ein bisschen blöd, aber wir können dich zum Beispiel schon mal rausnehmen und dann immer noch 2 Blockkarten spielen. So. Kassieren wir nochmal 3 Damage. Ansonsten, 25, das ist jetzt nicht so toll. Du musst sterben. Du musst wirklich sterben. Ich kann ja Blitz erschaffen, ist halt 4, 8. Ja komm, ich nehme jetzt hier den Gifttrank. Und wir hauen dich nochmal. So, dann passt das jetzt wenigstens. Und ich nehme hier noch den Blocktrank. Weil das wäre ja trotzdem immer noch ganz viel Schaden. Ganz schön viel Schaden, wollte ich sagen.
So, dich hat zerlegt. Sperrfeuer ist jetzt nicht so interessant. Ansonsten, ja, Batterie laden, Doppelentladung. Ja, passt doch. Gut. Sind wir wieder auf 58 Trefferpunkte hoch. Zockergebräu kann durchaus mal nützlich sein. Bei den Sachen hier. Ich verzichte jetzt, glaube ich, mal auf Frost. Konzentriere mich jetzt vollkommen auf Blitz und versuche ein paar starke Blockkarten zu bekommen. Vielleicht funktioniert das ja. Gut. Elitekampf. Haben wir dich hier. Okay. Schleife. Jawohl. Dann nochmal Blitz. Und Doppelentladung. Das Zockergebräu hebe ich mir auf für eine Situation, wenn wir eigentlich gar keine Option mehr haben. Selbstreparatur, Batterie laden, verteidigen, verteidigen. So, du willst mich schon wieder hauen. Kann er jetzt nicht wirklich viel machen, Gut, dann halt Kugelblitz. Dann nochmal ein Sperrfeuer. Ja, ich hätte auch die Karten abwerfen können, aber... Nee. Und Doppelentladung. Zweimal zuhauen. Das wird jetzt leider... Ja, das hat jetzt leider ganz schön wehgetan. Ha, noch einen Blitz erschaffen. Einmal zuhauen, Batterie laden für den Energiepunkt im nächsten Zug. Dann müssen wir dich doch jetzt eigentlich erledigen können. So, Kugelblitz. Und dann machen wir das noch. Die Orbs hätten dafür eigentlich auch schon gereicht. 35 Gold, edles Kissen. Und das ist nett. 15 TP mehr Heilung. Explosivtrank passt auch ganz gut so rein. Und ansonsten, Hyperstrahl, da kann ich... Nee, das ist einfach zu 26 Schaden an allen Gegnern. Ist schon recht viel, aber wir verlieren 3 Fokus. Von daher, ich brauche was für die Defensive. Und Sprung kommt mir da gerade gelegen. Da machen wir das jetzt nämlich so. Und... Jetzt ist natürlich die Frage, sollte ich vielleicht das Risiko eingehen und dann hier noch eine Karte aufwerten? Wenn ja, welche? Ich würde fast sagen, Batterieladen, das wären dann 10 Block. Sprung wären 12 Block. Ich glaube, ich möchte dann schon lieber hier... Einmal Sprung aufwerten, anstatt mich zu heilen. Ich probiere das jetzt einfach mal anders aus. Ich probiere mal ein bisschen rum. Vielleicht kommen wir ja auch mit 49 Trefferpunkten da jetzt noch durch. So, wir erschaffen einen Blitz. Und spielen einmal Sperrfeuer. Und dann nochmal Schlag. Ich muss an das Zockergebräu denken. Das kann mir wirklich in einem Zug den Hintern retten. 5 mal 6. Ja, ist klar. Gut. Kugelblitz, ja. Und 2x Block. Machen wir das erstmal so. Autsch. Da waren es noch 29. Gut. Selbstreparatur ist halt an der Stelle jetzt total überflüssig. Dann nehmen wir mal lieber Batterie laden, einmal Schleife plus und dann nochmal Doppelentladung. Das wird eine knappe Kiste. Und jetzt noch Brennen dazu bekommen. Kugelblitz, ja. Doppelentladung, Moment, wir können jetzt mal verteidigen spielen. Einmal Doppelentladung und dann nochmal Schlag hinterher. Und blocken den gesamten Schaden. Soweit, so gut. Ich befürchte nur, wenn er das nächste Mal die Kelle auspackt, dann
wird es für uns ziemlich schnell zappenduster. Speerfeuer. Und nochmal so zu hauen. Es kann auch funktionieren. Hat noch knapp 100 Trefferpunkte. Ja, das sieht doch eigentlich gar nicht mal so blöd aus. Aber ich habe jetzt hier Sprung bekommen und Batterieladen. Das ist natürlich an der Stelle nicht so toll. Ich würde fast... Ich nehme jetzt hier das Zockergebräu und wir werfen mal hier die ganzen Defensivkarten ab und schauen mal, was wir bekommen. Kugelblitz, okay. Und nochmal ein Schlag. Ich möchte nämlich Damage machen. Bevor der gleich wieder ausholt. Ich hoffe, das wird jetzt nicht sein. 7x2, das geht noch. Blitzsprung. Ja, das liegt noch im Rahmen. Spielen wir mal Sprung. Das sollte auch erstmal reichen. Dann haben wir hier nochmal... Genau, Doppelentladung. Und wir schaffen wieder einen Blitz. Ja, ich möchte doch, glaube ich, jetzt so Richtung wieder Blitzorbs und dafür defensiv Karten, Blockkarten anstatt Frostorbs. Und wir müssen gucken, dass wir wirklich noch eine Möglichkeit bekommen, unsere Blitzorbs zu verstärken. Das ist jetzt schon ziemlich wichtig. So, Speerfeuer. Jawohl, dann hauen wir so nochmal zu und so. Und einmal Batterie laden, bitte. Ja, das haben wir doch so gut wie geschafft. Ja, komm schon. Was ist das denn hier jetzt? Gut, 24. Ich nehme jetzt einfach hier den Explosivtrank. Das ist mir zu doof. So, 103 Gold, flüssige Bronze. Und was kriegen wir hier? Puffer. Ja, Suchen. Vielleicht alle für einen. Puffer ist halt noch eine super Defensivkarte. Allerdings bekommen wir dadurch keinen Schaden. Ich glaube, ich nehme... Naja, das ist eine Machtkarte. Das heißt, das können wir auch nur einmal benutzen. Schwierig. Wir haben noch nicht so viele Karten. Ich nehme mal Puffer mit, ja. Das kann einen schon den Hintern retten. So ist es nicht. Runische Pyramide. Wir werfen die Hand nicht mehr ab. Schmelzhammer. Wir können ein Lagerfeuer nicht mehr schmieden. Planetarium könnte... Wäre schon sehr verlockend, glaube ich. Schmelzhammer. Wir haben Lagerfeuer nicht mehr schmieden können. Ist jetzt... Ist eigentlich okay. Also... Na, leider sehen wir den zweiten Akt noch nicht. Auf der anderen Seite, wir hätten dann mehr Energie, aber wir haben jetzt auch noch nicht so viele Karten, die so viel Energie brauchen. Puffer braucht halt 2 Energie, aber ansonsten sieht das doch noch relativ human aus, würde ich mal behaupten. Planetarium oder Schmelzhammer. Ich würde fast sagen... Wir brauchen noch was, um Schaden zu machen. Ein Energiepunkt mehr ist schön und gut, aber was bringt einem das, wenn man keinen Schaden macht? Deswegen, ich nehme jetzt mal Planetarium und wir gucken mal, was wir hier noch zur Auswahl haben. Rekursion, das ist doch schon mal nett. Dampfwall wäre auch nett, aber wir brauchen Damage. Damage, Kraftfeld. Ich nehme einmal Rekursion, dann haben wir hier... Nee, das will ich alles nicht. Was haben wir hier? Erschaffe einen zufälligen Orb. Ja, das ist schon wieder die Sache mit dem Zufall. Kann funktionieren. Muss aber nicht. Und ich glaube, in diesem Run werde ich das jetzt erstmal außen vor lassen, den Zufall, nach Möglichkeit. So, denn ich denn die Wahl habe und deswegen...
Wäre schon interessant gewesen, die zu nehmen, aber die ist mir einfach zu unberechenbar. So, was haben wir hier? Kugelblitz hätten wir nochmal. Verstärkte Hülle. Die wäre sehr gut mit, mit viel Energie. Deswegen. Nochmal ein Kugelblitz. Wir brauchen Damage. Ja, ist verlockend, aber ich nehme Kugelblitz. Und was haben wir hier noch? Hallo Welt, Sprung. Das wäre halt auch nochmal richtig viel Schaden. Auf der einen Seite Sprung ist schon richtig, richtig stark. Ich nehme da nochmal Sprung und wir lassen das jetzt mal so. Den Rest überspringen wir. Im zweiten Akt in der Stadt geht es dann im nächsten Video weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.